Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. im Hintergrund ist so ein bisschen gerade die Action, aber wir lassen uns nicht davon stören, wir machen unser Intro einfach weiter, ne? Das sieht irgendwie so aus, als hätte er irgendwie so Kreidestifte links an seinem Gürtel. In der letzten Folge sind einige Sachen passiert, ne? Wir haben... Boah, meine Güte, kannst du mal aufhören zu sterben, Kollege? Lass ihn schnell machen, ich hab zu tun. Ja, mein Gott, Leute. Ja, ins Gesicht mal. Kommt wahrscheinlich immer wieder unendlich, ne? Er hat schon seinen Helm verloren. So. Gut. In der letzten Folge haben wir Episode 3 weitergespielt. Wir haben uns Sidious gestellt. Wir haben Mace Windu verloren. Kid Fisto wurde einmal gegen die Wand geklatscht. Ist wahrscheinlich auch tot, ne? Wir haben mit Yoda gegen Sidious gekämpft. Und ja, Anakin ist jetzt ein Mitglied der gelben Stängel. Der Sith. Und ja, wir müssen herausfinden, wo der ist und den aufhalten, ne? Mit Obi-Wan. Damit er halt aufhört, böse Sachen zu machen, ne? So, oh, kann ich mir ein Eis mitnehmen? Ich kann mir ein Eis mitnehmen, mehr oder weniger. Was ist das? Gut. So, und um Anakin zu finden, weil wir nicht wissen, wo der ist, fragen wir halt Padme, ne? Weil, ja, die wird höchstwahrscheinlich wissen, wo er ist, ne? Also gehen wir mal hier rein, ne? Und suchen Padme. Und gucken... C3PO in Gold. Stimmt, haben wir ihn schon gesehen, diese Episode? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann können wir ja hier reingehen und Geschichte fortsetzen. Ein neuer Schüler. Padme, wisst ihr, wo Anakin ist? Nein. Wir wollen mit ihm reden. Ist der Sith Lord, nach dem wir gesucht haben. Anakin ist ein neuer Schüler geworden. Ich glaube euch nicht. Ich muss ihn finden. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafa. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Ihn hab ich übrigens auch, C3PO. Also diesen exakten C3PO. Sofort zum Landeplatz gehen. Wenn das, was Meister Kenobi sagt, wahr ist, würde ich vorschlagen, dies den überaus fähigen Jedi zu überlassen. Padme ist schwanger. Ich muss selbst mit Anakin sprechen. Obi-Wan ist sicher durcheinander. Ja, alles klar. Dann gehen wir mal. So, es wäre ein bisschen unlogisch, wenn jetzt die Klontruppen immer noch auf mich losgehen, ne? So. Dann gucken wir mal. Warte mal, brauchte ich für Schurken nicht irgendwie für dieses eine Tor irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich gucke mich nächstes Mal um. Wenn wir ja mit der Story fertig sind, dann machen wir sowieso wieder so eine kleine Rundtour um die ganzen Planeten, ne? Um die ganzen neuen Planeten. Und dann sehen wir ja, ne? Ein neuer Schüler, weiter. Pass auf den Kuchen auf, C3PO. Meister der Verkleidung, Obi-Wan Kenobi. Mein Gott, ist das ein breites Ding. Ja, wo sind wir? Weltraum über Carson. Wir müssen nach Mustafa, ne? Wir müssen nach Ali, ich meine Mustafa. So, das sieht schon so ein bisschen aus, ne? Wie so ein Todesstern, ne? Mit dem Ding. So, irgendjemand ist gerade dadurch gestorben. Pff. So, cool. Wir haben wieder ein neuer Planet, merke ich gerade, ne? Mustafa. Boah. Dann gehen wir mal zum Weltraum über Mustafa. Das ist der Nachbarplanet von dem Planeten Ali, dem Planeten Mohammed. Alles klar. Uff. Das ist definitiv Mustafa. Aber wo könnte Meister Anakin sein? Deutlich über dir. So, einmal so ein Stein, zwei Charaktere.
Warum fliegt Pat mir immer mit diesen extravaganten Dingern? Das ist dieses silberne durchsichtige Schiff, jetzt hier so ein gigantisches Ding, ey. Könnte da voll unpraktisch hier mit durch die Gegend zu fliegen. So. Utapau, oh, das ist anscheinend hier direkt in der Nähe. Aber wenn die Planeten hier in der Nähe sind, dann kann ich so direkt zu ihnen hinfliegen. Oh, das ist cool gemacht. Das heißt, irgendwann kann ich hier von Planet zu Planeten fliegen. Ne? Weil irgendwann werde ich alle freigeschaltet haben und dann sind die alle nebeneinander irgendwann, ne? So, Tarkin. Jemand, bevor er zum Grand Moff wurde, ne? Der Großmoff oder wie auch immer der in Deutsch heißt. Oh Gott, das sieht mir nicht nach so ein Rennen aus, sondern mehr so. Oh Gott, hier hätte ich wahrscheinlich irgendwie mit so. Ne, das wird glaube ich nichts. Hier hätte ich vielleicht irgendwie so mit System irgendwie fliegen sollen, ne? So schnell. Wie viele Dinger muss ich finden? Ach, das schaffe ich doch noch locker. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Ich habe die Hälfte der Dinger. Aber jetzt kriege ich eine ganze Menge auf einmal. Ja, komm. Tarkin, der war ja auch irgendwie Mitglied der Republik vorher, ne? So ein General oder irgendwie so was, ne? Oder was weiß ich. Ich meine, haben wir den so freigeschaltet, ne? Wilhof Tarkin, genau. Der erste Großmoff. Ne? Einfach direkt Großmoff Tarkin. Angeblich wurde mal irgendwie den Schauspieler irgendwie so gefragt, so. Christopher Lee, hier der Typ, der Count Dooku gespielt hat. Und der Typ, der Tarkin gespielt hat, Peter irgendwas, hab den Namen vergessen, waren irgendwie Freunde. Und ich glaube, Christopher Lee hat ihn irgendwann mal gefragt, so, mein guter Freund, weißt du, was ist bitte schon ein Grand Muff, ne? Was ist bitte schon ein Großmuff? Und er hatte, und der Schauspieler von Tarkin hat irgendwie so hat gesagt, mein Freund, ich habe nicht die geringste Ahnung, aber es klingt lustig zu sagen. Ich glaube, das war irgendwie so seine Erklärung. Und angeblich waren die beiden irgendwie mal im Kino und haben versucht, keine Ahnung, die haben sich irgendwie so ein Looney Tunes Cartoon oder so angeschaut oder so ein Short davon, aber die haben zu sehr darüber gelacht und sind deswegen rausgeflogen aus dem Kino. Also die wurden beide irgendwie aus dem Kino rausgeschmissen, weil die zu sehr gelacht haben. Wie soweit habe ich mitbekommen. So, hier befindet ein Charakter und ein Schiff, aber ich sehe nicht, was hier noch über ist. Da ist unter Pau. Was da drin, ich sehe gerade nichts. So, wir tun mal direkt schon mal hier die Dinger, die Herausforderung freischalten, damit ich so ungefähr weiß. Warum wird das hier immer noch als gelb angezeigt? Ich habe das schon alles hier. Warum wird mir das immer noch so angezeigt? So, ey, hör mal. Irritiert mich voll, dass das hier immer noch so am Leuchten ist. Ich würde das gern abgeschlossen haben. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen. Deutlich über dir. Wir finden den Desertwagen mit Hilfe der Macht auf Anakin. Alles klar. Nimm den anderen Weg, um zu Anakin zu gelangen. Also wir spielen Obi-Wan. Plätze Anakin mit Hilfe der Dampföffnung. Ich hätte mal irgendwann so in den Raum geworfen, so als wen spielen wir denn, ne? Weil in den ersten Lego Star Wars konnte man irgendwie bunt munter hin und her wechseln, ne? Ob man jetzt hier Anakin oder Obi-Wan spielt, ne? Und je nachdem, wie man gespielt hat, hat sich irgendwie so, weil ich die Endszene so ein bisschen geändert oder so, ne? Aber ich glaube, hier ist offensichtlich, dass wir mit Obi-Wan gegen Anakin spielen, ne? Weil Obi-Wan ist halt der Gute und Anakin ist der Böse, ne? Auch wenn er mehr oder weniger der Hauptcharakter ist. War eigentlich Obi-Wan immer der Hauptcharakter, ne?
habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen. Den Desertwagen. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt? Ich habe der Republik Frieden gebracht. Was hat es damit auf sich? Dann können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Nein. Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Anakin Skywalker. What's up? Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versucht es. Boom. Oh, er hat 5 Balken. Oh mein Gott. So, ja. Ah. Wow. Vor kurzem ist ja so eine coole Animation rausgekommen, ne? Vom Battle of the Heroes, was ja hier diese Szene ist, ne? Da hat jemand irgendwie diesen Kampf hier im Stil von Clone Wars hier animiert, ne? Was richtig gut aussah. Richtig cool. Falls ihr halt noch nicht gesehen habt, schaut euch das an. Das ist richtig cool gemacht. Aber ich soll ihn in die Lüftung hier werfen. Irgendwas mit der Lüftung sollte ich machen, ne? Ah, ah. Komm mal hier hin. Du hast die Lüftung kaputt gemacht, Anakin. Bisschen blöd, dass ich die ganze Zeit auf ihn anvisiert bin, ne? Ja. Lass mich doch mal. Ja, ja, aber ich glaube nicht, mein Schüler. Anakin, warte! Ich muss mal kurz Luft holen. Hä? Sag mir mal eine Sekunde. Ich muss mal echt nachgucken, wer die Stimme von Anakin ist, ne? Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Nein, die Skywalker Saga. Mein Gott. Stimmen. Anakin. Kein Sprachton der Figuren bei die Skywalker Saga. Doch. What? Ich muss das einfach mal jetzt herausfinden. Synchron, deutsche Synchro. Ach, die waren nicht ursprünglich Dings. Okay, haben wir hier. Wo ist Anakin? Deutscher Sprecher. Adam Nym steht hier, aber jeder ist hier irgendwie so verlinkt mit so einem Ding. Ist das nicht Gav? Ist das nicht Gav aus Final Fantasy 16? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist ja nicht Gav die Stimme? Ich muss ja mal gucken. Spiele. Tu mal so nebenbei. Hab ja nichts dagegen, ne? So, ne. Serien. Jiren, Dragon Ball Super. Filme gibt's da nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ist das nicht die Stimme von Gav vielleicht? Kann vielleicht sein, ne? Ja, mal weiter. Oh. Ja,
Wie komme ich darüber? So bestimmt, ne? Nein, fast. Oh. Wer bist du denn? Wer bist du? So, eine Sekunde, wenn ich da ein paar Dinger hinstapeln, dann wird das ja wohl gehen, bestimmt, ne? Nein, die werden da runtergeschubst. Also, keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht von hier. Ach komm. Schaffst du doch locker. Na gut, dann nicht. So, oh, hier können wir irgendwas machen. Ja. Ja. Okay. Was ist das hier? Nix. Jetzt fällt das Ding unter. Boah. Na, wer seid ihr? Okay, anscheinend. Ja, du kannst dich ja da ranziehen, aber doch. Soll ich auch daran bewegen? Oh Mann. Doch. Mit so einem Schraubenzieher tut er sich da. So ein Schraubendreher tut er sich hier festhalten. Also, warte mal, kann ich nicht Charaktere wechseln? Ne. Verdammt! Der Tor rastet aus. Aber dann machen wir weiter, ne? Ein bisschen offensichtlich, dass wir nicht viel machen können, ne? Ist ja gut, Padme. So ein paar X-Wings und so ein TIE Fighter. So, nein, boah, jetzt muss ich erstmal wieder jetzt zurück mit ihm. Ja, warte mal, wie komme ich denn da zurück? Ich glaube, ich werde da zurückkomme. Oh, ich muss auf die andere Seite. Boah. Oh Mann. Gott. Darf ich da hoch, bitte? Ich komme da nicht hoch. Nun. Ich komme da nicht hoch. Ja. Wie komme ich jetzt zurück mit ihm? Cool. So, komm mal hier hin. Ja, ja, kommt hier hin, ist klar. Okay. Was ist denn da im Hintergrund los, Mann? Boah. So, was habe ich gerade aktiviert? Das Ding. Ja, diese Dinger tue ich hier die ganze Zeit aktivieren, aber bringt mir, wenn ich die kaputt machen kann. Versteh's nicht. Wird vertagt. Okay, machen wir weiter Anakin Plan, ne? Zeigen wir ihn hier, wer der Meister ist, ne? Zeigen wir, wer der Meister die Schenkel hat. Immer das bedeutet. Ja,
Okay. Ja, geht auch viel schneller, ja. Glaube ich. Hm. Steht da jetzt irgendwie eine Abkürzung zu Anakin? Irgendwie suchen, ne? Und runter da. Ich stehe deutlich hinter dir. Stehe deutlich vor dir. Unter meiner Herrschaft erblühen, aber ihr werdet es nicht mehr miterleben. Das könnte echt Gap sein aus Final Fantasy 16, ne? Gott. Anakin, wir sind doch beide Helden. Warum müssen wir gegeneinander kämpfen? Die dunkle Seite darf niemals siegen. Hat deine Gedanken vergiftet, ich kann nicht springen, Mann. Ich bin anvisiert an ihn. Zack, 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 zack. Nein. Zack, 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 zack. Nein. Zack. Und jetzt hier 3 Pio. Nein. Mein Pferd, 3PO. Okay, nehme ich. Stell mal vor, ihr spielt halt hier zu zweit, ne, und einer von euch spielt hier Obi-Wan, während der andere irgendwie C3PO oder R2 spielt. Diesen epischen Kampf. Dein Imperium? Natürlich. Gehen wir und finden die manuelle Überbrückung. Ah, jetzt ein Klonkrieger. Was ist denn hier los? Nein, keine Käfer. 3PO, dieses Terminal, schnell! Verzeihung, öffnet die Tür. Wir sind sofort da. Ich muss irgendwas machen anscheinend. Ja, ne, im Original war, glaube ich, irgendwie so ein Timer oder so, ne? Muss es irgendwie, weil nicht so schnell wie möglich irgendwie hat schaffen. Irgendwie die Level irgendwie, ich weiß nicht genau, was nochmal passiert ist, aber irgendwas musste gemacht werden, so schnell wie möglich. Man musste so schnell wie möglich weiter. Ja, ne, erst musste man gegeneinander kämpfen im originalen Lego Star Wars, dann musste man so ein bisschen zusammenarbeiten, ne? War so ein bisschen von allem, ne? Musste so zusammen überleben, man musste gegeneinander kämpfen, dann muss man wieder irgendwie durch die Level rennen irgendwie. Oh Mann. Es war die ganze Zeit immer so ein Hin und Her im originalen Lego Star Wars, ne? Was man machen musste. Ah, hey. Ja. Ne, schubs, Anakin. Ich glaube nicht, dass diese Einrichtung eine Sicherheitsprüfung bestehen würde. Die Jedi haben mich verraten. Sie haben die Republik verraten. Sie haben es verdient. Du hast diesen dunklen Lord gestattet, dich zu manipulieren. Ja. Anakin, bitte, du musst das nicht tun. Stop. Mach den, ja. Finger weg. Macht alles kaputt. What? What? Ja,
Jetzt ist echt ängstlich. Jetzt war aus dem Weg. Halt mich nicht zurück. Ich schnapp ihn mir. Ich werde nach all dem eine sehr lange Ruhephase brauchen. Ich wollte sagen, ja, alleine drauf. Habe ich gesehen, wie es weiterging. Dann soll ich eine kennen. Nicht so überstürzt machen, ja, ne? Das ist schon ein bisschen irre, wo die ja überall gekämpft haben, ne? In so ein Balanceakt, das ist eigentlich voll Overkill, was die ja machen. Aua. Ah. Oh, ich habe so viele Sachen da verpasst. Nur. Ja, denke, vielleicht sollten wir unseren Kampf irgendwo anders vertagen. Nee, das ist ganz schön gefährlich. Wir tun ja auf einem Vulkanplaneten kämpfen. Ne? Das ist ziemlich unsicher. Ne? Ich weiß, wir sind Jedis und wir haben voll übernatürliche Kräfte und so. Ne? Aber trotzdem. Das ist ein bisschen lebenswahnsinnig, was wir machen. Aua. Ich habe so viele Sachen, glaube ich, verpasst. Okay. Oh, er ist einfach da am Hochgleiten, wenn ich hier nach oben rennen muss. Schon bitte, danke. Okay, weiter nach oben. Okay. Ja, ich weiß, es ist knapp. Lass mich da einfach hier hoch. Ich bin sowieso nicht auf dem Timer hier, oder? Hier kämpfen wir ehrlich. Nach meiner Meinung sind die Jedi das Böse. Na, dann bist du verloren. Ich kann mich aber alles die Dialoge aus den originalen Filmen sind. Oder ob die aus den Englischen übersetzt haben. Ja, zu. Das ist das Ende für euch, mein Meister. Wir sind schon hier. Aua. Aua. Ja, Feuer geben. So, kann ich ja was machen. Ist ja so ein Ding. Ich darüber. Entschuldige mich, meine Herren. Spiel tut mich aber auch hier an ihn anvisieren, leider. Also ich kann mich hier nicht so richtig umschauen. Ich glaube, ich muss ja mal nichts machen. Noch warte mal da. Wenn die Kamera mal ein bisschen, wenn die Kamera jetzt nicht auf ihn die ganze Zeit fixiert wäre, ne, dann könnte ich ja. Ich will auf Obi-Wan. Mein Gott. Oh, ich kann nicht auf Obi-Wan. Also muss ich irgendwas mit ihm machen. Okay, ich kann nicht zurück zu Obi-Wan wechseln. Ja, aber dann mache ich den eben so fertig. Dann verprügel ich eben. Ja, jetzt kann ich da interagieren. Mach das auf.
muss nicht auf diese Weise enden, Anakin. Bin schon kaputt gehauen beinahe. Das ist nur so ein Ding. Hätte ich gerne. Aber ich die ganze Zeit auf ihn anvisiert bin, kann ich das nicht einsammeln. Ja, jetzt sind wir weg, ne? Da kann ich mal kurz darüber. Ich glaube, ich hätte da besser hin kann, aber gucken wir mal. Muss ich auf dich warten? Ja. Aha. Kein Problem. Ich habe gerade zu ihm zurückgeswitcht, während er runtergefallen ist. Er ist sowas von tot. Ich habe ihn jetzt. Er ist sowas von tot, Mann. Gott sei Dank, Mann, ist er tot, Mann. So, wieder 25 Schläge, ne? Das sind immer 25. Habe ich vorhin eine Faust gegeben. Das ist immer noch voll easy. Man bemerkt, ich habe auch irgendwie keine Health Upgrades oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? Kein Schadens Upgrades mit meinen Jedis oder irgendwie sowas. C3PO. Oh, ich sehe schon mal, wo wir gerade vorbeifliegen. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch. Alles klar. Oh, wer ist da denn? Ah! Dort ist er. Und er ist noch am Leben. Ausgezeichnet. Wir müssen die Babys retten. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Getrennt sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Gute Idee. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie. Du schlechte Idee. Sehr cool. Und da ist er. Darth Vader. Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zorns nicht. Nein. Okay, ausgezeichnet. So. Episode abgeschlossen. Die Rache der Sith. Ich muss wahrscheinlich hier gleich wieder eine blockierte Szene machen. Wegen der Musik im Hintergrund. Ja, ich höre schon wieder hier so Musik. Ne? Ich mach mal kurz den Sound aus. Ja. Weil dieses Lied hat mir letztens irgendwie Probleme gebracht. Deswegen mache ich das hier mal kurz aus. Okay, lass den Kuchen essen. Na, fast. Und ja, fand ich übrigens interessant, die Version von Darth Vader, die hatte irgendwie so ein Unterteil, ne, und so ein Oberteil, ne, von dem Helm. Ich habe ja auch mal irgendwann so eine Darth Vader Figur geholt mit so einem, also das ist so ein Mecha-Suit, ne, Anakin angekokelt, gelbe Augen, sifiziert, keine Ahnung, sifiziert.
So, warte mal, bis ich den Sound wieder anmache, ne? Okay, die Rache der Sith abgeschlossen. Yay, das heißt, nächstes Mal können wir mit Episode 4 weitermachen, ne? Aber wir haben noch so ungefähr eine halbe Stunde übrig, deswegen sage ich, wir gehen mal wieder hier ins freie Spiel, ne? Ich mache den Sound gleich wieder an, keine Sorge. Und wir schauen uns hier mal bei Mustafa hier erstmal um, ne? Cool. So, eine Sekunde. So, da muss ich wieder hier wegdrücken. Aber nein, diesmal kam da nichts. Okay. So, Sound wieder an. Und ja, weiß ich nicht, auch was ich anspielen wollte. Die Darth Vader Version hier, die hatte irgendwie einen Helm, der aus zwei Teilen besteht. Einmal so ein Unterteil, ne, für das Kinn. Und einmal so ein, ja, komm, spielen wir jetzt, wie auch immer wir hier haben, ne. Als Han Solo. Ich meine, wir haben schon einen Schurken bekommen, ne, mit Chewbacca, also von daher. Ist ja egal, ne. Die geben mir immer die DLC-Charaktere. So, wir spielen mal Han Solo aus den Solo-Filmen, ne. Wird vielleicht sogar noch passen, ne. Stimmt, wir sind noch gar nicht auf dem Planeten rumgelaufen, ne, so zum Erkunden. Wir sind direkt hier in die Level gegangen. So, wir haben ja Savage, ne. Hier darf Maul the Bruder. Wir spielen jetzt einfach hier die ganzen, mein Gott, die ganzen DLC-Charaktere, ne, wenn die uns gegeben werden. Weil sonst, wann würden wir sonst dazu kommen, die mal zu zocken, ne? So, gut, das heißt, die Prequel-Trilogie haben wir erledigt. Das ist schon mal schön, ne? Wir haben eine Menge Schiffe hier, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Eine Menge Sternschiffe. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben, ne? So, ja, was ich sagen wollte ist, mein Gott, ich habe ja irgendwie mal so eine Darth Vader Figur geholt. Das ist irgendwie so ein Mecha. Das ist irgendwie so ein Mecha Figur mit Darth Vader, ne? Da gibt es auch von Marvel irgendwie so welche, ne? Und das sind mehr oder weniger so Mechas mit so einer originalen Lego Figur halt, ne? Nur halt, die haben irgendwie so eine Mecha Rüstung und davon gab es eine für Darth Vader, ne? Und die Version von Darth Vader hatte auch irgendwie so einen Helm, der ist einmal so ein Oberteil und so ein Unterteil. Kaufen wir uns mal die anderen Charaktere nebenbei. Aber die Version, die ich noch habe, die ganz uralte Version von Darth Vader, da war der Helm einfach nur so ein, ja, ein so ein Teil, ne? Den hast du einfach nur auf den Kopf drauf gesetzt, ne? Aber so jede neue Version von Darth Vader, die hat jetzt irgendwie immer so ein Unterteil und so ein Oberteil, ne? Von dem Helm, den man so anbringen muss. Ja, wen habe ich nice freigeschaltet? Ja, Anakin ist natürlich angekokelt. So, wird noch ein bisschen dauern, bis wir den kriegen, ne? Imperator Klon. Wer bitte den Kanzler Grau? Okay. Boah, sei doch mal ruhig. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier alles, ne, was wir haben wollten, ne? Ich glaube ja, ne? Na gut. Dann tun wir noch ein bisschen erkunden, ne? Und in den nächsten Folgen werden wir auch noch ein bisschen erkunden, ne? Spoiler. Mein Chef hat etwas durch ein Gitter in der Ladestation fallen lassen. Weil jetzt haben wir ja die eine Trilogie abgeschlossen. Also muss es etwas wichtiges Mustafa Riana. Er würde freiwillig erleben. Heiß, 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 heiß. Als diese eine Szene mit Vader kam, wo er irgendwie, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie er eigentlich klingen würde hier in dem Spiel, ne? Aber ja. Nicht so beeindruckend wie Grievous. Anscheinend ist das vielleicht sogar die Originalstimme von Grievous, ne? Laut Vegas. Vielleicht. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wie sich Vader in diesem Spiel annähern würde, ne? Endlich! Ich bitte um Erlaubnis zur Landung. Wiederholt den Code zur Bestätigung. Over. Grün, Leder, weiß. Also ich war die ganze Zeit schon irgendwie gespannt, wie sich die Stimme von mir anhören würde, ne?
War ja klar, es war. Aber ja klar, es ist irgendwie so Bootleg Vader ist, ne? So nenne ich das immer, wenn die Stimme eindeutig nicht die Originale ist, ne? Das Ding da drüben blinkt und redet ununterbrochen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wähle nur mit den Bananen. Was? Ich muss mehr was machen. Gelb, blau, lila, weiß, gelb, blau, lila, weiß, weiß. Die Sicherheitsvorkehrungen hier sind ziemlich streng. Noch ein Code, wenn ihr soweit seid. Ja, grün, blau, gelb. Lila, weiß, grün, blau, gelb, lila, weiß. Letzte Sequenz bestätigt. Anflug in den Servicehangar. Stimme kommt mir auch bekannt vor. Ich bin platt. Bitte schön. Oh, die brauche ich noch. Nein, brauchst du nicht. Meins. Fredelia Wu. Fredelja Wu. Iget 2000. Habe ich eigentlich jetzt genug Punkte? Nee, 335, 384, ne? Schade. Okay. Also ja. So, jetzt haben wir wortwörtlich schon die meine Lieblingstrilogie hier abgeschlossen. Mann. Ich glaube, ich sollte nicht mehr leben. Aber ich lebe noch. Obwohl. Das ist halt die Sache hier mit den. Nice. Das ist also die Sache mit dem. Mit dem, wie ich das hier machen wollte, ne? Spiel durchlauf und so, ne? Na, gehen wir da rein. An uns kommt ihr nicht vorbei. Angriff! Oh doch. Auf den Fuß getreten. Ups. Problem ist, ich hätte entweder mit meiner, ich hätte natürlich auch irgendeine Reihenfolge nehmen können, die irgendwie, weiß ich nicht, je nachdem, so, weil ich bin immer so eine Person, ich will mir immer das Beste bis zum Schluss aufbewahren, ne? Und wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, so, wenn es nach mir gehen würde, ich hätte erstmal die Prequel-Trilogie gespielt, die Sequel-Trilogie, dann die originale Trilogie und dann die Prequels, aber das wäre ja komplett umgekehrte Reihenfolge dann, ne? Und die in der Reihenfolge zu spielen wäre halt ein bisschen, ne, versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ich meine, die einzige Reihenfolge, die man ja nur hätte spielen können, wäre eigentlich entweder so wie ich das jetzt gemacht habe, die Prequels, dann die Originaltrilogie und dann die Sequels, ne, weil das ist halt die, wie nennt man das, chronologische, der chronologische ist nach, ich vergesse mal, was chronologisch bedeutet, ganz ehrlich, aber chronologisch ist doch irgendwie so was zeitmäßig Sinn macht, ne, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Hebt das doch mal so auf. So, was muss ich mit den Dingern ja machen? Irgendwo muss ich die einsetzen, ne? Nur wo? Also es hätte entweder nur Sinn gemacht, wenn ich hier nach der Reihenfolge gemacht hätte, ne? Also Prequels, Original und dann Sequels, ne? Weil das ist so die Reihenfolge von den Ereignissen. Da muss ich das reinpacken, ne? Aber ich hätte auch die Originale
Ich hätte auch die originale Trilogie erst. Nein, da wollte ich das nicht reinpacken. Ich hätte auch erst die originale Trilogie. Nein, nicht da, boah, da rein. Ich hätte auch erst die originale Trilogie, dann die Prequels und dann die Sequels gespielt, ne? Weil das ist die originale Reihenfolge, ne? Aber wie gesagt, ja, hätte ich eigentlich auch machen können, aber wenn dann schon, wenn dann schon irgendwie in der Reihenfolge, in der richtigen Reihenfolge der Ereignisse, ne? Ich finde, so ist die Story eigentlich immer auch gut erzählt. Und das kommt ja von jemandem, der irgendwie sehr viel Zeit mit Kingdom Hearts irgendwie verbracht hat, ne? Da gibt es ja auch immer so Sachen, so, oh, du musst erst Kingdom Hearts 1 spielen, ne? Dann Kingdom Hearts 2, aber bevor du Kingdom Hearts 2 spielst, musst du noch Chain of Memories spielen, ne? Was ja vor Kingdom Hearts 2 gespielt hat, ne? Aber ja, das ist auch voll gebracht. Das war, ich bin dabei. Wie lautet der Plan? Voll dabei. Was machen wir eigentlich? Wo ist der letzte Teil auch hier? Da hat irgendwie keine Voice Lines. Nimmst du das Ding mal an? Ja, Kingdom Hearts müsste es ja eigentlich auch irgendwie voll die verdrehte. Hat gar keine Voice Lines, so ist Alarm. Noch mal jemand anderen. Wen haben wir denn noch hier? Spielen wir mal als den Großinquisitor. Oder dieses coole Lichtschwert. Kann man der schwarzen Sonne. Schwarzen Sonne? Kann man der schwarzen Sonne. Sind da, ist das nicht so eine Piratenfraktion? Ne? Ich habe das so eine Piratenfraktion in. Ich kenne die aus Empire at War. Hier dieses Strategie-Star Wars-Spiel. Aber ja, was die Reihenfolge angeht, ist. Die Sequel-Trilogie wird immer meine nicht Lieblings, meine am wenigsten gemochte Trilogie sein. Also nach meiner Logik müsste ich dann die eigentlich als erstes spielen, ne? Damit ich das Schlimmste so hinter mir habe und das Beste mir bis zum Schluss aufheben kann, ne? Was dann die Prequel-Trilogie wären. Aber dann würde ich ja in die vollkommen andere Richtung so das Spiel spielen, ne? Und das wäre ja auch ein bisschen doof, ne? Finde ich jetzt persönlich, deswegen spielen wir das so, wie das hier ereignismäßig ist, ne? Dann haben wir wenigstens so eine Story, die irgendwie so fortlaufend erzählt wird, ne? Und ja, jetzt hier so auf dem Laufenden, glaube ich, ne? Muss ich das so lassen? Ne? Eigentlich in Ordnung. Ich habe übrigens mal meinen Trophäen nachgeguckt und boah, ehrlich. Und bei den Trophäen kann man ja immer gucken, so wie viel Prozent von allen Spielern auf der Welt die Trophäe haben, ne? Und Überraschung, bei den Sequel-Trilogien, die Sequel-Trilogie haben die meisten Leute nicht. Die meisten Leute haben nicht die Trophäen für die Sequel-Trilogie. Es gibt ja für jede Episode, die man abschließt, ne, gibt's ja eine Trophäe, ne? Ich glaube, die Prequels und die Originaltrilogie haben die meisten, aber die Sequel-Trilogie hat irgendwie so, weil nicht. Von allen Leuten, die irgendwie dieses Spiel besitzen, haben so irgendwie immer so 40-50% haben so die Prequels und die Originaltrilogie, aber irgendwie so nur so, ich glaube so 27% oder so hatten nur die Sequel-Trilogie freigeschaltet. Also ja, man sieht schon, wo so irgendwie das Interesse von einigen Leuten ist, ne? So, ich bin mir ein bisschen unsicher, was ich hier machen muss. Hier ist auch noch was. Boah, lass mich da hoch.
Also hier wird ein bisschen viel erkundet, ne, in den nächsten Folgen, ne? Wir kennen es ja, ne? Wir müssen ja noch die ganzen Planeten hier erkunden. So unter Power haben wir noch gar nicht erkundet, Kashyyyk haben wir nicht erkundet, noch nicht komplett. Mustafa haben wir noch nicht komplett erkundet. So, alles klar. Da gibt noch so viel, was wir hier machen müssen. Ich bin auch so gewohnt, dass im ersten Teil. Heiß, 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 heiß. Ich muss das mal ausprobieren. Oh ja. Ist auch kein Problem, ne? Das sammeln halt weiter, ne? Ja, beim nächsten Mal können wir die Originaltrilogie weiter spielen. Cool. Ganz ruhig, Kollege. Besten Idee war es, hier ein Lager aufzuschlagen. Was stimmt nicht mit Naboo oder Kashyyyk? Irgendwo, wo die Atmosphäre weniger apokalyptisch ist. Ja, ich habe übrigens gehört. Tut mir leid, keine Chance. Dass ne Jedi, mein Gott. Ja, oder ja. Ich habe übrigens gehört, dass dieser Planet absichtlich gewählt wurde für den finalen Kampf, um einfach hier den Fall von Anakin hier so ein bisschen, ja, ja, darzustellen halt, ne, so. Das soll sozusagen sein Abstieg in die Hölle sein, ne? Deswegen ist der letzte Planet dieser Höllenplanet, dieser Vulkanplanet, wo überall Feuer und Hölle und so ist, ne? Sollte sozusagen so repräsentieren. So, ja, hör mal hier. Er ist vom Himmel herabgefallen, mehr oder weniger, ne? So wie Lucifer. Das sollte so repräsentiert werden hier mit diesem Planeten, ne? Deswegen ist der letzte Planet hier so ein krasser, ne? Geh weg. Bewegt euch doch nicht die ganze Zeit so. So, ein Ding fehlt noch. Mal hier. Wo ist das? Ich konnte gerade machen. Annehmen. Ach da. Boah. Oh. Oh. Jau. Vorsicht. Was für eine Marke bist du? Was für eine Marke dieser Protokollroide? Er hat auch keine Voice Lines. So lahm. Denn niemand Voice Lines. So weiß mit dem Imperator im Sommerurlaub. Schaut man nicht irgendwie, weil ich so Blitze schießen kann, wenn ich hier so R2 drücke, ne? Anstatt dass der irgendwie sein Lichtschwert wirft, tut irgendwie Blitze einsetzen, ne? Aber ja. Ne, auch nicht. Okay, das ist ja wohl easy. Willkommen auf Mustafa. Ich habe gesagt, für jeder Planet hat irgendwie so einen Stein irgendwo, ne? So, willkommen auf diesem Planeten. Hier ist ein erster Stein. Wir haben auch keine Voice Lines. Na, mein, noch hier. Ihn wollte ich ja die ganze Zeit schon mal spielen, wo ist er? Also Druiden muss ich auch noch viel freischalten, ne? Ein Druide fehlt mir ja noch. Ich kann mich gar nicht erinnern, hier so welche gesehen zu haben. Ja, so eine grüne Stute. Köstlich. Wo ist denn er? Boah. Wo ist er denn? Ist er nicht hier? Scheint nicht hier zu sein.
meine hier. Ja, hält. Ja, könnte auch sein, ne? Gut. Kopfgeldjäger. Nee. Ja, Mandalorianer. Ah, beim nächsten Mal habe ich den schon gefunden. Wir hätten nie erfahren, wen ich gesucht habe. Ihr habt einen Versuch. So, hast du auch so einen Haken? Also machen wir das jetzt oder was? Kopfgeldjäger gesucht. Ihr habt ihn gefunden. Ja. Okay. Hier sind so viele Kreise. Gott, so viele Sachen hier. So viele Sachen zum Sammeln und zum Spielen und zur Überraschung und zum Naschen. Ja, ja, ja. So. Ah, ich muss hier. Irgendwas ist hier. Was war das für ein Schrei? Okay. Press. Okay. Wie komme ich jetzt wieder da hoch, ne? Oh. Oh. Aha. Ich streiche lieben Kernbelohnung ein. Hohe Turmperaturen. Gott. 350. Jo. Ich glaube nicht, dass das Ding da oben Obsidian ist. Also hat es nichts mit uns zu tun. Na, da kann ich sowieso nicht hin. Da ist schon wieder Schrottsammler. Ich glaube, die haben einen Gleiter oder so, ne? Ja, hoffentlich Episode 4 kriegen wir unseren ersten Schrottsammler mit so einem Java. Die man hat denn die ersten Schrottsammler über bekommen, ne? Ah ja, Erziehung. Ich bin absolut unfähig, diese schreckliche Erinnerung zu verdrängen. Ah ja, das kenne ich. Erziehung. Ne? Wir haben sie alle durchlebt. Der Planet ist noch so groß. Wollt ihr es versuchen, euch beim Scheitern zuzuschauen, wird uns etwas die Langeweile vertreiben. Da kann ich nicht hoch. Abbau und Aufstieg. Pulpetin. Oh ja. Hat auch keine Voice-Lines, weil die halt DLC-Charaktere sind, ne? Nehme ich an. Diese Charaktere haben ja gar keine Voice-Lines, nehme ich an. Hm, ist doch lahm. Nein. Ja gut, aber dann würde ich sagen, mit dem Erkunden machen wir dann beim nächsten Mal weiter, ne? Vielleicht gehen wir nicht direkt hier auf Mustafa, ne? Vielleicht gehen wir erstmal nach Kashyyyk oder so, keine Ahnung. Oder Utapau. Hier haben wir eigentlich noch die wenigsten Sachen, deswegen würde ich erstmal sagen, wir gehen hier vielleicht hin, ne? Hm. Sind wir nur ein so ein Ding hier? Boah. Na gut. Alles klar, ich werde dann hier noch weiter suchen, ne? Wir können ja dich hier mal noch hinpacken, versuchen einzupacken. Vielleicht jetzt, ne? So, wofür brauche ich dich? Nein, nein, ne? Einstecken. Einsammeln. Okay, cool. Alles klar, bis zum nächsten Mal werde ich wahrscheinlich auch den Bonus hier schon freigeschaltet haben. Nicht, dass ich die Steine jetzt irgendwie noch brauche, ne? Aber ich werde den haben, ganz sicher. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir uns dann weiter ja ein bisschen um. Auf Mustafa, ne? Ich bin da sogar für mal sein
Dingen. Okay. Ich dachte, sein Gehstock ist das Lichtschwert. Ja, wir erkunden dann nächstes Mal hier weiter die Welt von freiem Spiel in Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und ja, ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich sehe euch dann wieder in der nächsten Folge. Dann lasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar und alles gute Zeug. Ne? Ciao. Ich habe hier gerade voll mein Mikrofon gegessen. Ja, ciao. Wir sehen uns.